Er zieht die Kamerateams fast wie früher. Boris Becker auf der Mode-Order-Messe Gallery Fashion and Shoes in Neuss. Eine recht frische Partnerschaft mit dem Modehersteller Fashion Concept aus Mannheim führt ihn her, dank Corona allerdings ein halbes Jahr später als gedacht. Wir und viele tausend andere warten seit einem halben Jahr. Sie tragen eine Maske, ich jetzt normalerweise auch, aber damit wir uns nicht so gut verstehen, hätte ich jetzt eine an. Und wir sind froh, dass so langsam ja, das normale Leben wieder weitergeht. Und das ist sie, seine Kollektion. In Istanbul designt, den Fokus auf einen lifestyleigen Look. Für den, so das Label, angezogenen Herrn. Wer knallige Farben erwartet, wird aber erstmal enttäuscht. Wird vielleicht ja noch kommen, ne? Also es ist ja jetzt eine Kollektion gezeigt, wir haben eine zweite, auch dann zwei für den Sommer geplant und ich bin ein farbenfroher Mensch und auch hab Mut zum Risiko, auch mal was Neues zu probieren. Es muss nicht immer passen, aber ich probiere es zumindest. Ab sofort tritt Boris Becker, egal wo, nur noch in seinen Klamotten auf. Heute allerdings kam seine Größe nicht rechtzeitig durch den deutschen Zoll. Wenn der Zoll gewusst hätte, wessen Herzblut da in der Kleidung steckt. Wenn ich nicht überzeugt wäre, mit Haut und Haaren eine Boris Becker-Kollektion auf den Markt zu bringen, dann würde ich es lassen. Die Gallery Fashion and Shoes steht wie Becker sozusagen unter besonderer Beobachtung. Die erste große Fachveranstaltung nach Lockdown und Co. in NRW. Da darf nichts dem Zufall überlassen werden. Viel Arbeit für das Veranstalterteam. Wir haben das gesamte Besuchermanagement umkodiert. Jeder einzelne Besucher, sowie wir Mitarbeiter, sowie jeder Aussteller hat ein kodiertes Ticket, mit dem er nur rein und rauskommt. Ich kann sekündlich sehen, wie viele Menschen sich in den Hallen gerade aufhalten. Und wir wissen genau, wie viele Menschen zur gleichen Zeit in diesen Hallen sein dürfen. Und das wird pro Halle errechnet. Übrigens, auch bei den anderen Ausstellern haben wir keine Hosen mit Aufschlag gefunden und auch keine Krawatte mit Tiebreak. Ein gutes Zeichen für Beckers Kollektion. Sie scheint im Trend zu sein. Und laut Boris Becker auf keinen Fall zu teuer.